Guten Morgen alle zusammen und herzlich willkommen zum fünften Video der Deutschen Konversation. Die Temperaturen sind weiter eisig, die Sonne ist nicht so häufig gesehen, aber trotz des Winterwetters gibt es im Februar absolut keinen Grund für lange Gesichter. Denn im Februar, trotz der eisigen Temperaturen, des Regens, des Windes, gibt es ein ganz besonders kunterbuntes Spektakel. Und was das ist, das gucken wir uns in diesem Video genauer an. Gegen Ende Februar und manchmal noch bis Anfang März erreicht die Karnevalszeit oder in Deutschland gern auch Narrenzeit genannt, ihren Höhepunkt. In der letzten Woche vor Ende der Faschingszeit und besonders am Montag, dem Rosenmontag, finden die meisten großen Straßenumzüge zum Karneval statt. Menschen versammeln sich auf der Straße, um die bunten Umzugswägen und Kostüme der Narren zu bestaunen. Die Karnevalsclubs haben ihre spektakulärsten Aufführungen und auch in den Kindergärten und Schulen verkleiden sich Kinder und Lehrer, um gemeinsam den Fasching zu feiern. Wenn man vom Karneval in Deutschland spricht, sollte man allerdings nicht vergessen, dass der Karneval nicht in ganz Deutschland Tradition hat. Das erste Mal tauchte der Karneval im Rheinischen auf, in der Gegend rund um die Stadt Köln. Auch heute noch finden in dieser Gegend, in Städten wie Köln, Düsseldorf, Aachen, Koblenz oder auch Mainz, die größten Karnevalsfeiern und Umzüge statt. Häufig wird der Karneval in dieser Gegend sogar als fünfte Jahreszeit bezeichnet. Im Osten und Norden hingegen sieht die Sache etwas anders aus. Hier hat der Karneval nicht unbedingt Tradition. Klar gibt es heute auch Karnevalsclubs und Faschingsfeiern in Schulen und Kindergärten. Aber es ist keine langjährige Tradition. Die Tradition wurde mehr oder weniger aus den westlichen Bundesländern übernommen. Trotzdem stellt sich mir die Frage, wie feiert man denn überhaupt einen richtigen Karneval in Deutschland? Um euch das zu erklären, fehlt noch etwas. Das Wichtigste ist am Karneval natürlich, das passende Kostüm zu finden. Die Kostümsuche kann aber mitunter manchmal wirklich schwierig werden. Klar, in Kindergärten und Schulen findet man häufig noch die Klassiker wie Prinzessinnen oder Piraten. Manchmal sogar einige selbstgenähte Unikate. An diesen Tagen wird die Schule groß geschmückt. Es werden Partyspiele mit den Kindern gespielt, lange Polonaisen veranstaltet und viele Faschingslieder gesungen, die man sein Leben lang nicht vergisst. Nach all der Aufregung wird man manchmal aber auch ganz schön hungrig. Deswegen lasst uns mal schauen, was man am Karneval typischerweise auf den Teller bekommt. Feiert man den Fasching mit Freunden und Familie zu Hause, dann gibt es häufig die sogenannten Partyklassiker. Also schnelle Gerichte, die fast jedem schmecken. Zum Beispiel Kartoffelsalat, Käsespieße oder auch belegte Brötchen. Viel wichtiger am Fasching sind aber die Süßspeisen. Und Achtung, da besteht echte Verwechslungsgefahr. Das beliebteste Essen zum Fasching ist der Pfannkuchen. Ein Hefegebäck, das mit Marmelade gefüllt wird und anschließend in Fett ausgebacken wird. Aber Vorsicht! Der Pfannkuchen hat zahlreiche Namen. In einigen Regionen wird er Berliner genannt und anderswo Krapfen. Aber am Fasching ist er ein absolutes Muss. In den Straßen werden häufig auch Quarkbällchen verkauft. Ein Quarkteig, der ebenfalls in Fett ausgebacken und mit Zucker bestreut wird. Zuletzt ist gerade bei Kindern der sogenannte Windbeutel oder auch Sturmbeutel beliebt. Dieser besteht aus einem knusprigen Teig und wird mit Schlagsahne und Früchten gefüllt. Nach all dem Essen wird es jetzt aber endlich Zeit für etwas Bewegung. Während der Karneval in Deutschland bunt, süß und laut Einzug hält, wird im Nachbarland, in Österreich, diese Zeit sehr viel eleganter verbracht.
Kommt ihr im Februar nach Österreich, dann werdet ihr auf jeden Fall feine Kleidung und auch eure Tanzschuhe benötigen. Denn in der Faschingszeit wird in Österreich auch die Ballsaison eingeläutet. Besonders aber in Wien. Dann hört ihr Walzermusik in allen Straßen und viele Häuser werden zu Ballsälen hergerichtet. Besonders namhaft und exklusiv ist dabei der Wiener Opernball. Am letzten Donnerstag in der Faschingszeit wird die Wiener Staatsoper als Ballsaal hergerichtet. Und in der Nacht strömen zahlreiche Gäste in den Saal. Der ganze Ball wird im Fernsehen übertragen und ist ein absoluter jährlicher Höhepunkt in Wien. Vor allem der Debütantenball sorgt jedes Jahr für Aufsehen. Als Debütanten werden junge Frauen und Männer bezeichnet, die das erste Mal am Opernball teilnehmen und diesen eröffnen. Um Debütant zu werden, muss man eine Bewerbung einreichen und ein schwieriges Vortanzen absolvieren. Die Plätze sind jährlich stark umkämpft, da dieser Ball auf eine lange Tradition zurückreicht und für Wiener sehr wichtig ist. Also, poliert eure Tanzschuhe und schwingt ordentlich das Tanzbein. Das heißt so viel wie, tanzt besonders ausgelassen. Aber all der Glanz und die Ausgelassenheit kommen irgendwann zu einem Ende. Am Aschermittwoch sind alle Feierlichkeiten schlagartig vorbei. In christlichen Regionen ist der Karneval das letzte große und ausgiebige Fest vor Beginn der 40-tägigen Fastenzeit. Mit dem Fasten bedeutet es, den Gürtel enger zu schnallen. Das heißt, man isst weniger bis kaum etwas. Die Teller sehen in dieser Zeit relativ leer aus. Heutzutage fasten aber viele Leute nicht streng, sondern sie verzichten nur auf bestimmte Dinge, wie beispielsweise Süßigkeiten oder Fleisch. Jetzt heißt es warten auf das Ende der Fastenzeit und das sogenannte Fastenbrechen. Am Ostersonntag wird dann wieder ausgiebig gespeist. Bis dahin durchhalten, aber ihr schafft das. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen bunten und ausgelassenen Karneval. Feiert schön und ich hoffe, ihr habt einige Anregungen für eure diesjährigen Kostüme und den Rosenmontag bekommen. Also nutzt sie gut. Wir sehen uns schon früher wieder zum nächsten Video. Und bis dahin verabschiede ich euch mit ein paar typischen Karnevalsrufen. Also, Alauf, Hellauf und Ahoi, bis zum nächsten Mal.